Hallo meine Freunde, heute herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe heute ein Tutorial für euch, wie ihr euch ein Hausboot in Ark baut. Das hier braucht ihr dafür. Natürlich die 50 Wände braucht ihr jetzt nicht und auch nicht das 50 Dach, etwas weniger. Ich werde euch dann die genauen Materialien unten in der Infobox verschreiben. Als erstes müssen wir hier mal das Boot platzieren und dann das Boot hier mal das Segel einholen. Dann schaut das Boot mal so aus. Dann brauchen wir die 4 Stützpfeiler. Eigentlich brauchen wir 5, das habe ich allerdings vergessen und habe mir deswegen nur 4 geholt. Ja, da werden wir dann später sehen, das wird mir noch zum Verhängnis. Also, zuerst habe ich es probiert so zu platzieren, so funktioniert es allerdings nicht. Da müssen wir es dann anders machen. Und zwar fahren wir mit dem Boot. Dann sehen wir das hier schon, da können wir es dann auf dem Boot platzieren. Dann gehen wir runter, stellen uns etwas mehr in die Mitte. Wenn ich es dann mal zusammenbringe. So. Dann brauchen wir ein paar Dächer, die uns dann als Boden dienen. Die haben wir hier, allerdings sind wir überladen, weil ich habe ja eine neue Welt gestartet und ja, da bin ich erst Level 7 oder so. Auf jeden Fall, jetzt platzieren wir das hier oben und 2 an die Seite, also jeweils 1 an die Seite. Dann, jetzt wollte ich das entfernen, da bin ich drauf gekommen, doch keine so gute Idee, weil dann fällt das alles ab, sondern zuerst mal müssen wir das hier holen. So, dann können wir das hier abreißen. Und dann bauen wir hier auch noch einen Stützpfeiler hin. So. Dann, jetzt erscheint das hier nicht. Nochmal, dann bauen wir das hier hin und hier hin. Hier geht's nicht, weil soweit können unsere Stützen das nicht halten. Jetzt bauen wir hier die dritte Stütze hin. Die geht hier allerdings nicht, deswegen müssen wir sie so hässlich hinbauen, aber es ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Hier in der Mitte, da lassen wir frei. Weil da kommt dann unsere Leiter hin. So, jetzt wollte ich aber allerdings noch mein viertes Dings bauen. Und habe hier dann probiert, das jedes Mal halt eben wieder zu craften. Allerdings bin ich dann drauf gekommen, dazu müsste ich erst das Engramm lernen. Also die Fähigkeit, das überhaupt zu bauen. Und ja, da habe ich dann auch nachgeschaut, ob ich das nicht schon gelernt habe. Habe ich allerdings nicht. Dann wollte ich nachschauen, ob ich schon lernen kann. Konnte ich dann auch noch nicht. Und ja, dann habe ich halt eben einfach so weitergebaut. Als nächstes brauchen wir erst einmal die Falltüren. Also den Falltürrahmen und die Leitern. Die Türen könnt ihr dann auch noch einbauen. Da hat es geruckelt. Die benutzen wir hier einfach mal und dann haben wir hier so was Schönes. Und dann die Leiter, wenn die sich platzieren ließe. Vielleicht noch irgendwie so. Vielleicht. Gut, dann haben wir die platziert. Dann geht's auch schon weiter. Und zwar machen wir hier noch 3 hin. Und dann können wir hier erstmal die Wände hinbauen. Allerdings beim Wände hinbauen ist mir dann ein Problem aufgefallen. Das werdet ihr dann später noch sehen. Ja. Also. Wir bauen jetzt da dann 2 Wände rein hin. Allerdings sind wir zu schwer. Von dem her lege ich gerade das ganze Zeug weg. Was ich sagen wollte, eigentlich wollte ich schon am Freitag ein Video machen, allerdings ist das nicht gegangen. Das wären die 10 gefährlichsten Tiere auf unserer Welt gewesen. Das habe ich auch alles schon aufgenommen gehabt. Dann wollte ich es allerdings schneiden, zusammensetzen und so weiter halt. Und tja, da hat das Programm nicht mitgemacht. Das möchte nicht meine Stimme da drauf packen. Wie es aussieht, mag das Programm meine Stimme nicht. Ja. Da war kurz die Aufnahme aus.
So, dann haben wir hier mal die Wände platziert. Da machen wir dann auch noch eine zweite Reihe. Brauchen wir erstmal mehrere Wände. Sonst wird das hier wohl nicht funktionieren. Übrigens, falls ihr euch fragt, ob gerade euer Bildschirm flackert oder so, weil jedes Mal dieses grüne Ding hin und her fliegt, nö, das ist das Spiel an sich, weil das denkt sich, ja, soll ich es jetzt auf der einen Plattform raufsetzen oder auf die andere? So, dann haben wir hier mal wieder Wände, dann bauen wir mal weiter. So, und wie ihr seht, hier kann ich nichts hin platzieren, weil ich dort drunten nicht meine vierte Dings habe, meinen vierten Pfeiler. Und deswegen, ja, konnte ich das dann nicht platzieren. Aber jetzt ist dann nämlich auch einen kurzen Cut geben, weil da habe ich das dann halt eben schnell geholt. Ja, und weil hier der Pfeiler fehlt, geht das nicht. So, jetzt habe ich mir das hier schnell geholt. Wie ihr gesehen habt, haben sich oben die Zahlen geändert. Jetzt habe ich hier einen Pfeiler, den benutzen wir und bauen ihn dann hier schön hin. Jetzt funktioniert das auch alles wieder. Genau. Dann haben wir hier auch schon die Wände. Ach, Entschuldigung, ich bin etwas verkühlt. Ich habe vergessen, mich zu muten. So, dann können wir hier nochmal kurz Dächer holen. Wie schon gesagt, ihr braucht nicht 50 Wände und 50 Dächer. Es sind ein paar weniger. Aber ich habe mir gleich so viele geholt, damit ich dann nicht später nochmal rüberrennen muss. Und mir das alles schnell holen muss. So, die Leiter wollte mich ja auch nicht drauf lassen. Gut. Okay, was war das jetzt? Auf jeden Fall, jetzt bauen wir hier mal schnell das Dach hin. Außerdem könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, was ihr als nächstes für ein Video haben wollt. Ich habe zwar ein paar Video-Ideen, aber ich weiß nicht, ob die funktionieren. Ich kann sie euch ja mal vorlesen, was ich denn so für Video-Ideen hätte. Ich habe mir die aufgeschrieben. Also, die 10 gefährlichsten Meeresbewohner, die 10 erfolgreichsten Videospiele und die Lieblingsspiele von mir, die ich gerade zur Zeit so habe. Ja, so, jetzt habe ich mir hier die ganze Einrichtung in dem Spiel geholt. Und das können wir jetzt auch hier alles platzieren. Ihr müsst es nicht so platzieren wie ich, könnt ihr auch anders machen. Weil, wie ihr wisst, hat ja das Boot nicht unendlich Platz, was ihr da oben platzieren könnt. Deswegen könnt ihr es auch nicht noch viel größer machen oder so. Ihr könnt es schon größer machen, allerdings wird dann weniger Einrichtung hineingehen. Ihr habt dann zwar mehr Platz, aber es geht trotzdem weniger hinein. Ja. Dann haben wir hier das alles platziert. Dann können wir noch unsere Werkbank hier platzieren. Die platzieren wir da hinten. Da geht's nicht. Da will's auch nicht. Da, so. Dann hier den Fabrikator. Fabricator. Gerade vielleicht. Wird schon so passen. So, dann das Bett. Das könnten wir hier platzieren. Oder nee, das platzieren wir da hinten in der Ecke. Auf dich zu drehen. So. Ja, das ist dann das Haus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und lasst ein Like da, wenn schon, und tschüss.